Nein, nicht schon wieder. Mann, wo ist denn die Fernbedienung, Mensch? Nicht schon wieder diese Ding-Dongs. Och, Mann, gar keine Lust. Hanna, wo hast du die Fernbedienung versteckt? Ich habe die Fernbedienung nicht versteckt. Aber ich glaube, ihr beiden müsst jetzt langsam ins Bett. Mama und Papa haben gesagt, was? Ich soll euch ins Bett schicken. Och, Hanna, es ist noch hell draußen. Ich möchte jetzt nicht schlafen. Ich wette, Emma kann auch noch nicht schlafen. Ich bin auch noch gar nicht ja, müde. Ja, so ist das im Sommer. Dann ist es noch hell draußen. Aber ihr müsst ja, ins aber Bett. Wir sind gar nicht müde. Können wir nicht nur vorher was spielen? Vielleicht mit den Puppen von oben und dem Puppenwagen. Ja, Emma, okay. Ein bisschen können wir noch spielen. Dann werdet ihr auch noch ein bisschen müder und könnt besser einschlafen. Mit Puppen spielen? Darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Das finde ich voll... Julian, wie kannst du so ein Schimpfwort benutzen? Das ist mir rausgerutscht. Emma. Was soll das heißen, das Wort? Das habe ich noch nie gehört. Wie, was ist das? Emma, lieber nicht sagen. Nein, sag das lieber nicht. Ich bin Hanna ist Hör auf damit. Emma, hör auf. Emma, hör auf damit. Wenn das Mama und Papa... Nein, hör auf damit. Julian, alles wegen dir. Ja, aber jetzt sagt Emma das die ganze Zeit, wenn das Mama und Papa hören. Mann, das habe ich letztens in der Kita gehört. So ein schlimmes Wort. Emma, bitte hör auf damit. Du darfst das nicht sagen. Darf ich jetzt nicht mehr sagen? Nein, hör auf damit. Dann will ich was anderes sagen. Na, hör auf damit. Mega super voll Emma, hör auf damit, Mensch. Hör auf. Sag das nicht. Emma, hör jetzt damit auf. Jetzt ist Schluss, sonst musst du direkt ins Bett. Oh nein, Emma, los, komm da runter und ins Bett jetzt. Emma, hör auf, das zu sagen ständig. Ich will kriegst nicht sonst voll Ärger. Ins Bett gehen ist nicht. Oh, Emma, jetzt komm runter. So, jetzt ist aber ein für alle Mal Schluss. Jetzt gibt's noch ein bisschen Kakao und dann kannst du auch gleich gut einschlafen. Ja, hörst du, Emma? Ja, Kakao. Ich liebe Kakao, der ist voll. Emma, sag mal. Ups. Hör auf jetzt. Emma, wenn du das jetzt noch einmal sagst, dann gibt's keinen Kakao für dich. Okay, ich sag das nicht nochmal. Was ist das überhaupt für ein Wort? Ich weiß überhaupt nicht, was es heißt. Aber Papa sagt das auch ganz oft. Hä, wie, Papa? Was, sowas sagt Papa? Ja? Das hätte ich ja, aber nicht von ihm erwartet. Okay, ich hab das in der Kita gehört von anderen Kindern. Doch, Papa sagt das ganz oft. Er findet viele Sachen so und sagt dann... Und er sagt er sagt auch... Mama, dass Mama das ganz... Emma, hör auf damit. Warum sollte Papa sowas sagen? Ich glaub dir nicht. Und ich kann ja auch Papa mal fragen, was das überhaupt heißt. Er weiß es nein, bestimmt. Nein, bestimmt mach das nicht. Lieber nicht. Nein, Emma. Bitte nicht. Dann gibt's nein. Wieder Ärger. Emma, also dieses Wort, oh, jetzt habe ich selber auch nochmal gesagt. Du hast es gesagt. Nein, ich wollte... Kann ich das auch sagen? Nein, du darfst es nicht sagen. Du darfst... Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Sag es einfach nicht, okay, bitte. Und Papa nicht fragen. Julian Vogel, jetzt hör sofort auf, dieses Wort zu sagen. Ja, gut, okay. Schluss. Ja, ich wollte es doch nur Emma erklären. Ich muss es auch sagen. Oh nein, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Ja, willst du nicht rangehen? Ich gehe ran, aber ihr seid ruhig. Weh, ich höre das Wort nochmal. Da ist vielleicht Oma dran oder Opa. Und wenn ihr zu denen so ein Schimpfwort sagt, dann okay, sind die ganz ja, traurig. Ja. Okay. Emma, hast du gehört jetzt am Telefon, wenn Oma und Opa dran sind, dann dürfen wir das nicht sagen, das Wort, okay? Dieses Schimpfwort. Das welches ist ein böses Wort? Du weißt schon, welches. Emma! Oma und Opa wissen doch bestimmt auch gar nicht, was das heißt. Doch, bestimmt. Aber das haben die noch nie gesagt. Emma, du wir machen jetzt einen Deal. Wenn du dieses Wort nicht mehr sagst, ja? Dann bekommst du heute meinen Kakao. Ist das okay? Und noch extra? Mhm, genau. Oh, das wäre voll Emma, hör auf, das zu sagen. Was habe ich da gerade gehört? Ihr solltet doch ruhig sein. Ja, gar nichts. Nein. Emma meinte was ganz anderes. Ja, geh du doch ans Telefon. Hallo, hier ist Hanna Vogel. Ah, hallo Oma, du bist das. Ja, uns geht's gut. Oh, Oma ist am Telefon, ich ja, komme. Ja, Julian, Emma und ich, ja. Hanna, jetzt lass mich auch mal mit Oma reden, ich möchte dir auch was sagen. Ja, Oma. Du, Emma möchte dich mal sprechen, ich geb sie dir. Emma, da ist Oma dran, du weißt, was du sagen musst. Hallo Oma, hier ist Emma und ich wollte dir nur was sagen. Du bist Opa ist auf, Emma, hör auf! Der Hund ist auch und euer ganzes Haus. Emma, da Hanna nimmt noch. Tschüss! Emma, Oma, Emma, das kannst du doch nicht sagen, Mensch! Du hast dich verhört! Emma, ja, genau. Bleib hier! Emma wollte dir nur gute Nacht sagen. Tschüss, grüß Opa schön. Oh, musste das sein, Emma? Ich glaube, Oma ist jetzt ganz sauer auf uns. Jetzt gibt's keine Schokolade mehr und für dich gibt's jetzt auch keinen Kakao mehr. Ich hab's extra gesagt vorher. Und wie? Es gibt jetzt keinen Kakao
für ja, mich. Ja, Emma, toll. Jetzt gibt's auch für mich bestimmt keinen Kakao. Und Emma! Das ist was? Was habe ich da gerade gehört? Oh nein, Mama! Du hast dich gehört, Mama. Mama, sie hat gar nichts gesagt. Sie hat gar nichts gesagt. Nein, nein. Emma wollte gerade ins Bett gehen. Ja, ja, genau. Ich gut, ich auch, Mama. Was gesagt. Was hast du denn gesagt, mein Spatz? Sag's Emma, sag mal. Es nicht. Emma, sag es nicht. Bitte, Mama. Nicht. Bitte nicht, sag irgendwas anderes. Okay, Mama. Aber nur für dich. Mama, du bist total knorke. Emma, oh, was nein, hast du nur Emma. Getan? Jetzt kriegen wir voll Ärger wegen dir. Ärger? Ach, ja. Emmalein, ich finde dich auch knorke. Hä? Mama! Was? Freut die Mama. Das ist so ein altes Wort. Komisch, dass du das überhaupt kennst. Mama! Hä? Ein knorke? Altes Wort? Altes ja. Wort? Also bei uns in der Kita haben die gesagt, also die anderen Kinder, das ist wohl ein böses Wort, ein genau. Schimpfwort. Genau, in der Schule haben auch alle gesagt, das ist ein ganz, ganz schlimmes Schimpfwort. Aber keiner wusste auch, was das wirklich heißt. Aber es war wohl ein Schimpfwort, dieses Knorke. Knorke? Nein, das ist kein Schimpfwort. Das haben wir früher gesagt, als wir Teenager waren. Und das ist, wenn man etwas richtig gut findet Ach. Oder total cool, dann ist es Knorke. Okay, okay, dann ist ja Julian Vogel richtig Knorke. Genau. Und Hanna Vogel, die ist auch richtig Knorke. Hab ich da gerade Knorke gehört? Kinder, benutzt ihr das wieder in der Schule? Also das war damals das Wort bei uns. Also wenn wir gesagt haben, dass was richtig cool war, dann war es Knorke. Ja, das Wort lebt wieder. Und ich dachte, ich bin der Einzige, der das noch benutzt, aber... Knorke? Das scheint jetzt wieder langsam zu kommen. Also Knorke, das sagen wir eigentlich nicht. Wir sagen lieber cool oder abgefahren oder super affenmäßig spitzentoll. Ja, stimmt, Papa. Das stimmt eigentlich.